Und wir schauen in diesem Augenblick jetzt gleich nach Wunstorf in Niedersachsen, denn dort sehen Sie gleich die Bundeswehr, die ihre Hilfsaktion für Portugal beginnt, die Nothilfe. Das Land ist ja bekanntlich von der Corona-Pandemie besonders schwer getroffen worden. Dazu fliegt die Luftwaffe jetzt aus Niedersachsen, 26 Soldaten mit Medizingeräten zusammen nach Lissabon. Die Männer und Frauen sollen dort helfen, Engpässe bei der Behandlung schwerkranker Corona-Patienten zu bewältigen. An Bord des Airbus A400M sind auch 50 Beatmungsgeräte. Lena Mosel verfolgt das Ganze mit mir zusammen. Und Lena, wie wichtig ist denn diese Hilfe für Portugal? Extrem wichtig. Da ist wirklich jede Hilfe jetzt gerne gesehen, denn das Land hat wirklich eine katastrophale Situation, was die Corona-Zahlen anbelangt, aktuell zu verzeichnen und eben auch eine Überlastung des Gesundheitssystems, gegen die man kämpft. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, was die Neuinfektionen anbelangt, die europäische Gesundheitsbehörde ECDC, die veröffentlicht die ein bisschen andere Grundlage. Es ist keine 7-Tages-Inzidenz wie bei uns, sondern 14 Tage. Die 14-Tage-Inzidenz, die lag jetzt zuletzt bei 1429, also extrem hoch zum Vergleich in Deutschland, der Wert bei 265. Und dazu kommt, dass das Gesundheitssystem in Portugal nicht gut aufgestellt ist. Das heißt, prinzipiell gibt es dort schon weniger Betten pro Einwohner als in Deutschland. Und zuletzt hieß es dort aus dem Gesundheitsministerium, dass 94% der Betten, der Krankenhausbetten, also nicht allein der Intensivbetten, bereits belegt sind. Es war auch schon ein Erkundungstrupp der Bundeswehr vor Ort, bevor man diese Mission dann auch beschlossen hat und jetzt eben auf den Weg bringt. Da waren schon 4 Vertreterinnen und Vertreter der Bundeswehr vor Ort, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Und die sind wirklich zurückgekommen mit teils erschreckenden Schilderungen. Da mussten Menschen in Krankenwagen stundenlang ausharren, auch sehr schwer Kranke, weil einfach überhaupt keine Kapazität da war, dass die Menschen im Krankenhaus da auch versorgt werden konnten. Also es fehlt massiv zum einen an der Ausstattung, an den Betten, an den Beatmungsgeräten, aber auch an Personal. Auch da steht Portugal, stand Portugal schon vor der Corona-Pandemie sehr schlecht da. Das Gesundheitswesen, das Öffentliche, das bezahlt nicht gut. Deswegen wandern sehr, sehr viele Menschen hier ab, gehen beispielsweise nach Spanien, wo deutlich höher schon die Gehälter angesetzt werden. Das heißt, man hat nicht genügend Personal. Hinzu kommen natürlich jetzt auch noch Corona-Infektionen unter den Ärztinnen und Ärzten, unter dem Personal. Und da soll jetzt die Bundeswehr eben Abhilfe schaffen. Zum einen personell, du hast es gesagt, 26 Soldatinnen und Soldaten sind dann jetzt auf dem Weg, aber eben auch mit Equipment. Auch das hast du angesprochen, 150 Krankenbetten sind es, 150 auch Infusionsgeräte und dann dazu eben nochmal Beatmungsgeräte, damit man hier wirklich Hilfe leisten kann, die dringend gebraucht ist. Lena, für den Augenblick erstmal vielen Dank. Und Sie sehen, liebe Zuschauer, der Flieger ist in der Luft, der A400M. Circa 5 Stunden wird er brauchen bis nach Lissabon in Portugal. Und was Dr. Ulrich Baumgärtner vor dem Abflug gesagt hat, Generaloberstabsarzt bei der Bundeswehr, da hören wir jetzt noch mal rein. Eine Nation alleine, ein Volk alleine kann das nicht bewältigen. Wir müssen zusammenstehen. Deshalb haben wir von Anfang an schon auch immer wieder Anfragen befreundeter Nationen unterstützt. Schon an der ersten Welle, indem wir Patienten übernommen haben, indem wir Material abgegeben haben, sofern wir das konnten. Und deswegen ist es uns natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass jetzt bei einer Anfrage unserer portugiesischen Freunde dass wir gucken, wie wir dort unterstützen können. Das Lagebild ist so, dass die Pandemie in Portugal seit einigen Wochen, das wissen Sie wahrscheinlich alle, deutlich problematisch geworden ist. Die Situation dort ist unvergleichlich schwieriger, als sie hier bei uns ist. Die Krankenhäuser laufen über und deshalb werden wir dort eben auch gebraucht und werden auch unser Möglichstes tun.